Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist herrliches Wetter draußen. Mittlerweile ist es schon zu heiß. Wir waren heute Morgen, naja, wir waren um 11 Uhr mal spazieren und da kommt man doch ganz schön ins Schwitzen. Ich habe hier eine neue Techniksituation. Und zwar habe ich ja eine neue Kamera und da ist jetzt hier so auch ein Richtmikrofon drauf. Ich will gleich nähen und guck mal hier. Da, 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 da. Das wird jetzt auf meinen Fernseher gespiegelt. Hier, meine Hand. Na, ist hier. Da. Und auch die Fokussierung, die ist... Moment, da bin ich richtig genial. Mega. Aber was ich gerade sehe, ich sehe lauter Fusseln auf meinem schwarzen Teil. Das heißt, ich habe mir nun erstmal die Fusselbürste geholt und werde mir mal meinen Stoff noch abfusseln. Hier sehe ich das gar nicht so, aber da auf dem Display. Leute, ich muss euch mal was zeigen. Wie genial ist das denn bitte? Also, hier ist meine Kamera. Da muss ich ja reinschauen. Und damit ich weiß, in welchem Film, also in welchem Bildausschnitt, dass ich hier auch richtig sitze, nicht, dass man da von da oben so viel sieht oder so. Dafür gibt es ja immer dieses Display. Nun spiegel ich das ja darüber. Das heißt, ich sehe mich jetzt da in dem großen, muss dann natürlich hier in die Kamera reingucken, aber habe dann da den kompletten Bildausschnitt. Ey, das ist absolut genial. So. Amikowski ist es auch gerade. Ja. So. Ach, und der Fokus ist genial. Ah, ich lieb's. Hi ho und willkommen bei mir zu Hause. Als Melanie die ersten Stoffe von Tula Pink bei sich vorgestellt hat, da war es um mich wirklich sofort geschehen. Intro ist fertig gedreht. Ich werde jetzt noch hier alles aufräumen und es ist gerade 16:45. Ich denke, ich werde dann auch noch den Videoschnitt machen. Dann habe ich nämlich alles erledigt und habe den Kopf wieder frei für neue Sachen. Mein Paketchen von Melanie ist angekommen. Ich bin beim letzten Insta-Sale etwas eskaliert und dann hat sie ja noch neue Tula Pink Stoffe und da konnte ich mich auch nicht zurückhalten. Ich habe mir gedacht, wir packen das nun mal aus zusammen. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen mehr Platz machen, damit das auch alles hier auf die Kamera drauf geht. Jawohl. So, einmal
hat sie mir noch so eine alte Burda-Ausgabe von, wann ist denn die? November 1990. Mit diesen ganzen Schnittmustern drin. Oh mein Gott, hier, guckt euch diese Landkarten an. Da muss man erstmal zurechtfinden. Aber cool, cool. Ja, so. Wo fange ich an? Ich möchte ja nicht gleich mit dem spektakulärsten anfangen. Hier habe ich, das ist beschichteter Canvas, also wie so eine LKW-Plane mit Erdbeermustern. Also das ist quasi so ein wasserabweisender Outdoor-Stoff. Das ist alles aus dem Insta-Sale. Und da, wenn Melanie diese Insta-Sales macht, da gibt es ja meistens immer nochmal Sonderrabatte. Und dann, oh, das ist so ein Paket, das gab es auch. Da, guckt doch mal hier, Radieschenstoff und dann diesen, so ein Terraton, der hier wie die Radieschen sind und dann noch so ein grüner Ton, das ist auch hier miteinander kombiniert, absolut toll. Das ist ein Canvas, eine Popeline und eine Popeline. Dann hier noch, ich glaube, das ist ein Hamburger Cherry Picking. Auch, ich finde die Farben einfach wirklich toll. Dieses Pink, dieses leichte Aprikot und das Bordeaux. Dann noch hier, oh, ist das weich. Das ist ein Kunstleder und das ist so ein rot-orange-braun und das sind, das ist so mit leichten Mustern. Also das hat so ein Muster hier drauf. Und dann noch, oh, das ist ein schöner, schwerer Canvas. In so einem leuchtenden Bordeaux, Feuerrot, ich weiß es gar nicht, so ein Kirsche würde ich sagen, so eine Kirschfarbe und das ist eine schöne feste Qualität, da kann man auch schön Totebags draus nähen, also einfach nur große Einkaufstaschen, weil halt der Stoff schon sehr robust ist und da braucht man nicht unbedingt Flieseline, wenn der Stoff schon. Und es ist halt 100% Baumwolle. So, hier das nächste. Ich glaube, ich muss aber erstmal den Akku wechseln. Dann. Das ist so ein Comicstoff hier. Und zum Glück kein Lizenzstoff. Und auch ein Canvas. Und da kann man sich dann halt echt austoben. Man könnte schwarz zu kombinieren. Dieses Blau, Pink, Gelb. Also, oder auch hier Orange. Wahnsinn, wie toll das aussieht. Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie so einen Comic-Stoff vernäht. Und finde das richtig toll. Wow, und noch ein Kunstleder. In so einem Kupfergold, Roségold ist es nicht. Ist es schon eher kupferfarben. Auch richtig schön. Das lege ich erstmal hin, dass es sich ein bisschen auslegt. Aber ich probiere tatsächlich aus, auf der Rückseite von dem Kunstleder auf Stufe 2 nochmal drüber zu bügeln. Wenn dann da so ein paar Knicke oder so drinnen sind, dann kann man das eigentlich recht gut rausbügeln. Also ich probiere das immer an der kleinen Stelle aus. Nicht bei jedem Kunstleder funktioniert das, aber gerade wenn hinten noch so eine Gewebeschicht drauf ist, da kann man da mit ein bisschen Hitze so einen kleinen Knick oder so diese Falten im Kunstleder ausbügeln. Dann, ja, das hier fehlt mir noch. Das ist normaler schwarzer Canvas für Montag, aber das habt ihr schon gesehen, also es ist schon im Shop. Da hatte ich noch dran, oh, und hier kommt Tula Pink, yay! Oh. Ich liebe es einfach nur. Das sind Hirsche und da ist hier dieses kräftige Mint, Pink, Orange, Rosa, so ein Olivgrün ist da mit drin. Also diese Farbzusammenstellung, die Tula Pink macht, die ist wirklich einzigartig. Und damit habe ich demnächst auch was vor. Und das ist halt auch eine wunderschöne Stoffqualität. Das ist halt dieses amerikanische. Das heißt, da ist die Stoffbreite nur 1,15 Meter. Und Moment, sieht man das jetzt hier? Ja. Die Webkante ist hier an der Seite, das heißt, das Muster liegt quer.
Das ist bei diesem amerikanischen System. Pink! Ja, diesen Canvas, das ist auch wieder in etwas schwererer Qualität, möchte ich hierzu kombinieren. Das wird der Innenstoff und auch Tiny Beasts sind das. Ach, muss ich auch ein bisschen auf Tula Pink. Und zwar sind das kleine Eichhörnchen. Auf diesem Mintton wieder. Orange, Pink, Rosa, Grüntöne. Einfach wow. Und da kombiniere ich definitiv auch Pink dazu. Habe ich ja hier schon liegen. Und ich muss noch mal gucken. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich wollte hier noch ein Grün, dieses Grün zu kombinieren. Mal schauen. Ja, also das ist meine Bestellung von Melanie. Das muss ich jetzt alles erstmal sortieren und schauen, was ich daraus machen wollte. Aber erstmal räume ich hier ein bisschen auf. Ich hebe das Verpackungsmaterial, also wie hier das Seidenpapier, auf. Und wenn ich dann zum Beispiel was verschicken muss, wo man ein bisschen was auspolstern muss, kann man das nämlich nochmal nehmen. Ist viel zu schade, um einfach wegzuschmeißen. Ich habe mir hier schon alles zugeschnitten für die Tasche, die ich mit Tanja, also unser erstes Projekt, was Tanja und ich zusammen genäht haben. Das war ja so eine Totebag, die hat die Tanja genäht und ich hatte dann so aus Patchwork solche Seitentaschen dazu genäht. Und das Modell möchte ich halt nochmal nähen, hier mit dem tollen, ja, kupfer-roséfarbenen Kunstleder. Dann habe ich hier so ein Canvas mit Blumen innen drinne. Gibt es diesen Mauve-Ton, der findet sich halt hier auch wieder drinne. Und die Taschen werden einfarbig. Dafür werde ich aber hier so Band drauf machen. Und hier ist noch das Gurtband. Also ich habe mir es jetzt zugeschnitten. Ich habe mir aber auch eine Melone zugeschnitten. Ich möchte mich jetzt nicht nähen. Ich werde mich einfach mal zu unserer Flausch aufs Sofa setzen und hier die Melone essen. Unserer Madame gefällt es nicht, dass ich mich hier zu ihr auf die Couch gesetzt habe. Dann sonnt sie sich halt da unten. Na gut, habe ich mir Platz. Das ist hier eine neue Melone, die kannte ich noch nicht. Lemon Lime heißt die, glaube ich. Und die hat hier so die Konsistenz wie eine Honigmelone oder wie so eine Netzmelone. Und schmeckt aber so, als ob man etwas Zitrone noch mit drauf gemacht hat. Also richtig schön erfrischend. Und die haben wir im Kühlschrank gehabt. Die haben wir heute Morgen gekauft, dann in den Kühlschrank gelegt. Und jetzt gibt es das quasi zum, anstatt Kaffee und Kuchen, erfrischende Melone. Ich wollte euch aber auch noch erzählen, was ich heute Mittag zum Essen gemacht habe. Da habe ich mal was Neues ausprobiert und oh mein Gott, war das lecker. Zwar habe ich eine Sahnesoße gemacht, aber nicht mit Sojasahne, sondern aus Mandelmus. Ich habe Zwiebeln, Knoblauch, Brokkoli und Karotten in der Pfanne angebraten, so 5, 6 Minuten. Dann habe ich noch Pilze dazu gegeben und die auch noch mal so 3, 4 Minuten mit angebraten. Und dann habe ich eigentlich gedacht, dass die Pilze vielleicht ein bisschen Flüssigkeit abgeben. Haben sie aber nicht. Also habe ich dann noch ein bisschen Wasser dran gemacht und dann 2 Esslöffel Mandelmus. Und das gibt wirklich so eine schöne, schlotzige Soße, ist übertrieben. Das ganze Gemüse war so richtig schön ummantelt. Und gewürzt habe ich dann nur mit Salz, mit Chili und dann noch jede Menge Hefeflocken. Und oh mein Gott, war das lecker. Ich glaube, das muss ich mal verfilmen. Ich habe vorhin die Tasche angefangen zu nähen, die ich gestern angefangen habe zuzuschneiden. Und hatte dann hier die eine Seitennaht zugenäht und habe die auch schon hier versäubert mit der Zickzackschere. Hab dann gedacht, okay, wenn du die Seite hier dann zusammennähst, dann musst du dir hier die Wendeöffnung lassen. Und was hab ich nicht gemacht?
keine Wendeöffnung gelassen. Naja, ich mache jetzt erstmal die Bodenabnäher und dann schaue ich mal, wie viel Platz ich hier noch habe und das trenne ich mir dann einfach auf. Wenn ich unten keine Bodennaht habe, also bei der Tasche ist der Innenstoff und auch der Außenstoff einmal drumherum gelegt. Also ich habe hier unten keine Bodennaht. Dann markiere ich mir einfach die unterste Kante, damit ich nun den Boden richtig aufeinander liegt, also dass das genau aufeinander trifft. Weil ja jetzt wieder das Dreieck gemacht wird und dann muss ich ja hier die Naht und wie gesagt den Strich, den ich hier habe, direkt aufeinander legen. Mal schauen. Jo, so pass. Noch aufpassen, dass ich da noch irgendwas anderes drunter liegen habe. 14 cm Bodennaht. Jo. Bisschen feststecken und dann können wir anfangen zu nähen. Ich trenne mir jetzt erstmal auf, weil das einfacher ist, hier die Ecke zu bilden, wenn man reingreifen kann. Also jetzt hier erstmal auftrennen. Wenn ich nämlich jetzt hier reingreife, dann kann ich schön hier die Ecke auseinanderklappen und kann noch mal darauf achten, dass das Gurtband hier auch nicht hier irgendwo drinne liegt, dass ich mir das nun mit einnähe. Das wäre ärgerlich. Also das mit der Wendeöffnung ist noch leicht zu beheben. So, aber wenn ich jetzt noch das Gurtband einnähe, das wäre doof. So. So, fertig. Aber ich bin nicht zufrieden. Irgendwie gefällt es mir nicht. Vielleicht, weil die Tasche hier einfarbig ist und der Stoff hier, da habe ich mal probiert, wo zu bestellen. Aber ich finde die Qualität auch nicht so schön. Ich finde es ein bisschen zu grob, sieht das aus. Und das ist so ein schönes Kunstleder hier unten. Das ist dieses Kupfergold mit den, ASMR, mit so einer Musterung hier drauf. Aber ich habe eigentlich gedacht, ich könnte es in den Shop machen. Aber nee, also wenn ich nicht zufrieden bin, dann mache ich das auch nicht in den Shop. Passt mal auf. Wenn jemandem von euch die Tasche gefällt, dann schreibt einfach unten in die Kommentare Blumentasche. Und warte mal, wenn ihr den Vlog seht, ist es Mittwoch. Dann machen wir doch einfach bis Freitagabend. Bis Freitagabend 18 Uhr, dann lose ich aus. Und dann müsst ihr nochmal hier unter dem Vlog am Freitagabend gucken, weil ich dann denjenigen hier benachrichtige in den Kommentaren. Ne? Genau. Es wäre echt viel zu schade, die jetzt einfach nur im Schrank liegen zu lassen und zu hoffen, dass irgendwann mal, dass ich das verschenken kann oder so. Und wenn das einem von euch gefällt, dann mache ich noch eine kleine Freude jemandem. Jawohl. Dann habe ich aber heute auch noch was genäht, mit dem ich richtig zufrieden bin. Meine Schwiegermama hat sich ja von mir auch so ein Restebild gewünscht. Also wie ich das hier hängen habe. Also so ein Patchwork-Bild hat sie sich ja von mir gewünscht und als wir damals bei IKEA waren, hat sie sich ja einen Bilderrahmen ausgesucht, der bei ihr hinpasst. Und ich habe heute ihr Bild fertig gemacht. Tada! Ich finde das richtig schön hier mit dem Passepartout. Und hier habe ich halt einfach nur schräg. Na, das ist hier so schräg und die habe ich gerade gemacht. Und das ist die Patchwork-Technik, die ich auch mit Tanja in dem Video zusammen gemacht habe. Also wo ich so eine lange Schlange genäht habe und dann das hier halt so immer aneinander genäht. Ich finde das Ergebnis richtig toll. Und guckt mal hier, ich habe auch hier Tula-Pink-Stoffe. Und guck mal hier, da sind die Teetassen und hier sind die Teetassen. Ich finde das Ergebnis richtig, richtig toll.
Und übrigens, ich sammle noch weiter kräftig Stoffreste. Also hier habe ich schon wieder zwei Pakete stehen. Das ist noch nicht zu Ende. Ich habe die Liste noch nicht abgearbeitet. Also wenn ihr bisher noch nichts von mir gehört habt, dann bekommt ihr vielleicht demnächst von mir Post. Ja, hier stehen schon wieder zwei und die sind aber noch nicht voll. Ich mache immer so, dass so 800-900 Gramm drin sind, weil bis zu einem Kilo kann ich das hier beladen, diese Größe. Und ich habe drüben schon zwei Stück liegen, die gehen die Woche weg und die werde ich die Woche aber noch sammeln müssen. Jawohl. So, dann denke ich, ist der Vlog auch schon wieder lang genug geworden? Ha, bei uns kommt jetzt noch mal die Sonne raus. Sie war jetzt gerade mal so ein bisschen weg, aber es war heute herrlich. Ich habe heute Nachmittag noch mal draußen gesessen auf der Terrasse. Ich habe heute die komplette Obi-Wan-Kenobi-Serie geguckt. Das sind sechs Teile gewesen und ich bin ja ein absoluter Star Wars-Fan. Ja, also wo war ich eben? Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Habt weiterhin Spaß daran, kreativ zu sein. Und bis zum nächsten Mal.